Wer hat damit angefangen? RTL-Nachrichten? Bild-Zeitung? Ganz damals? 2000, was weiß ich, wann das war? Mit Killerspiele machen aggressiv. Ja. War das RTL? Wahrscheinlich. Ich weiß es eben nicht mehr genau. Oh, so ein Assi-Scheiß halt. Noch für einen. War das halt. Solche Meldungen machen mich aggressiv. Ja, logisch. Ich weiß immer weil noch. Das halt einfach nur Sündenbocksucherei ist. Für Bullshit. Ich weiß immer noch, da gab es irgendwo im Fernsehen so was in der Richtung. Und dann haben die tatsächlich gesagt, dass halt so WoW, so Ego-Shooter wie WoW. Ja! Und das fand ich sehr lustig. Das, weißt du, ich bin ja sowieso der WoW-Oberpro, aber sogar ich weiß. Moment, WoW und Ego-Shooter. Okay. Eben, ja. Weißt du, wenn der letzte Laie bemerkt, warte, das ist falsch. Da musst du dich fragen, wie gut ist denn die Berichterstattung? Ja. Gut, ich sag mal so, WoW ist tatsächlich ein Negativbeispiel, weil da echt Dinge passiert sind durch den Hype vor ein paar Jahren, die nicht schön waren. Aber ich glaube, Aggressivität ist dadurch nicht entstanden. Außer, dass halt einfach Leute so süchtig von geworden sind, dass sie dran verreckt sind, weil sie halt 30 Tage lang das kann man nicht mehr geschissen haben, weil man kann ja nicht vom PC weg, man könnte ja was verpassen. Das gibt's genauso bei Bücherlesen. Jupp. Bücher machen mich aggressiv. Ich weiß nicht. Ich find's halt lustig. Ja. Da muss man mittlerweile sehr mit Humor rangehen, um das lustig zu finden. Ich finde es nur noch traurig. Ja. Außerdem also dieser Begriff Killerspiele. Ja, das ist klar. Vor allem gerade die Amis, ne, wo ein Zweijähriger mit einer Knarre rumspielt. Ja, logisch. Das waren die Videospiele, dass dieser Säugling irgendwie im Handschuhfach die Waffe gefunden hat und seinen Bruder erschossen hat. Nee, der Säugling wurde erschossen von einem Dreijährigen. So war das. Danke, Amerika. Und er hat sicher vorher nichts anderes gemacht als drei Jahre lang Killerspiele. Logisch. Von Geburt an. Der kam raus mit einer Maus, wo es USB-Port losgeht. Ja. So macht man das heutzutage. Genau so war das. Get with the time. Da gibt's keine Nadelschnur mehr. Ist jetzt out. Das ist gleich so ein Mauskabel. Ja, genau. Das ist halt so ein USB-Kabel, ne? Ziehst du bei Mutti raus und steckst du direkt in den PC rein. Richtig. Das ist halt alles. Das ist halt nicht okay, dass nur Bullshit erzählt wird. Jupp. Und alte Menschen glauben das, weil die genauso wenig wissen wie die Berichterstatter. Ego-Shooter WoW, wenn wir da wieder sind. Mhm. Die ganzen Killerspiele, dass der Typ vielleicht ganz hart psychische Probleme hat. Nee, der war nur aggressiv, weil der Counter-Strike mal geschossen hat. Ja, sowieso. Das war die tolle Stimme. Ja, ich krieg Angst, wenn ich das höre. Vom lila Träger. Nee. Ich bin da, es ist erst ein paar Tage her und ich bin immer noch traumatisiert. Oh ja, am Vorabend, bevor wir gefahren sind, da gab es noch richtig geil Schnitzel mit Spätzle. Ich bin der Einzige an meinem Tisch zumindest, der es geschafft hat, die aufzuessen, weil er neben dem Lachen noch essen konnte. Ich hatte ja auch wenig Zeit zum Lachen, weil ich habe ja die Blödsinn-Story erzählt. RUB hat den sogar halt einen Teller gegessen, danach ging nichts mehr. Na, es waren tatsächlich eineinhalb Teller. Und ich hätte den zweiten noch geschafft, aber irgendwann. Irgendwas hat dich abgelenkt. Ja, ich weiß auch nicht. Ich sterbe hier, glaube ich. Voll geil, da hat man schon mal so einen gelernten Koch, oder wie ich das verstanden habe, dabei. Dann isst niemand auf. Ja, traurig. Das kann zwar dann doch nicht gewesen sein. Und noch schlimmer war, ich wollte danach eigentlich noch mal ein bisschen schlafen, damit ich die Fahrt irgendwie pack. Nein. Ja, das sowieso nicht. So anderthalb Stunden noch mal schlafen. Überhaupt generell schlafen, wenn man es will. Das funktioniert nicht.
Das kann man vergessen. Vor allem mit Prinzessin Fada, der unbedingt meinte, jetzt wieder einen neuen Raum mit Boden hämmern zu müssen. Das war zwar im anderen Haus, aber... Hab mich tatsächlich nicht gejuckt. Ja gut, du warst in der Hütte, eingesperrt, alles gut. Das Problem war, ich war traumatisiert. Da bin ich echt gut drin, ich werd guter Lehrer. Jo. Wow, ich bin schlau. So. Und das hat so lange angehalten, bis ich bei der Rückfahrt, bei der zweiten Pause, nochmal 1,5 Stunden gepennt habe. Dann ging's. Ich stell's mir gerade so vor, wie du in der Hütte liegst, aufgerissene Augen, blinzeln nicht mehr möglich. Und du ja. Die ganze Zeit diesen Akzent oder was die da für Bullshit gemacht haben im Kopf hast. Ja, genau so. Ja, wo ich denn denkst du, da auf den Teppich getreten und nochmal Scheiße lernst. Ich mag mich schon ziemlich gerne. Ja. So sehr du dich selber hast, magst du dich aber doch irgendwie. Ja, es gibt andere, die ich mehr hasse. Ja. Das Problem ist, wenn das halt länger als 5 Minuten geht, dann verreckst du irgendwann vor Lachen. Wie lange haben wir denn da gegessen? Das ging schon eine ganze Weile, wo ich die Scheiße erzählt habe. Das ging mindestens eine Dreiviertelstunde lang. Und weil halt nur sowas. Es gab eine Geschichte, wo mein Kater auf so einen Teppich gekackert hat. Da sind so verschiedene bunte, es ist ein blauer Teppich, da sind verschiedene Formen drauf in bunten Farben. Was nicht drauf war, war ein brauner Strich. Irgendwann aber schon. Vom Kater. Und da ist mein Vater draufgetreten. Und das kann ich ja nicht so erzählen. Das muss dann schon so sein, weißt du? Da hat mein Kätzchen einen Drückerl im Bauch gehabt. Und weil die Katze küscht man mit deiner Zauberwarte halt auf den Teppich geschissen. Und mein Vater, so gut wie der halt noch senken kann, in seine Mathe, ist da reingetreten. Und da könntest du meinen, der hat gesagt, da bin ich in Scheiße getreten. Nein, das hat der gar nicht mitbekommen. Der ist noch durch die halbe Wohnung gelaufen, ist der bis zum Sofa, hat sich hingelegt, bis meine Mutter mal von der Arbeit heimkam und gesagt hat, was riecht denn das so komisch, das ist jetzt aber nicht so angenehm. Es war sie, die bemerkt hat, dass er Scheiße am Fuß hat, weißt du? Ich finde es krass, wie du es schaffst, diesen Akzent so gut rüberzubringen. Also auch die Wörter so umgeändert. Ja, weißt du, meine Lieblingsfilme sind nicht unbedingt Raumschiffsurpreis und das schafft das man nicht. Okay. Wenn man mir sagen würde, kannst du einen Akzent, ich will sagen nein und es nicht versuchen, weil ich tatsächlich, ich kann eigentlich sowas nicht, aber wirklich so ein bisschen reden mit der Bulle in seinen Filmen, das ist schon durchaus möglich. Vor allem, wenn du dann noch eine Geschichte hast, die du hoffentlich auswendig kennst, weil die aus deinem Leben halt rausgekommen ist, dann musst du ja nicht überlegen, was du sagst, so mit der Stimme, irgendwann geht das auch von selber. Dann hört das gar nicht mehr, schon eine Hilfe, wo bin ich, kann nicht davon. Eine Dreiviertelstunde und nur Geschichten zum Abkotzen. Zum Beispiel, das weiß der RUB auch, der kann das bestätigen, da habe ich erzählt, weißt du, die Gene von meinem Onkel, da kannst du ganz klar erkennen, dass seine Nichte meine Schwester mit ihm verwandt ist. Nämlich, wenn die am Esstisch etwas trinken, man spürt, man sieht im Spiel gerade, ich mache nichts, ich laufe hin und her und weiß nicht, was zu tun ist, weil ich bin gerade abgelenkt. Weißt du, wenn die nämlich was trinken beim Essen und du lenkst die ein bisschen ab oder du machst ein Witzel und die müssen lachen, die spucken das Trinken nicht aus, das geht einmal im Kopf in den kleinen Kreis und das kommt aus der Nase wieder raus. Und du weißt ja nett, wie meine Familie ist, besonders meine Schwester, die habe ich ja mit dem Fernseher miterzogen. Die denkt sich dann nicht, nee, das brust ich aus meinen Nasenlöchern jetzt gerade nach vorne, nein, nein, da hat ja kaum jemand was von, nee, ich mache mit so einen Sprenkler so. Auf alle Seiten und jeder hat was abbekommen. Ich sagte, das war eine Schweinerei, aber das war zumindest noch eine frische Soda, ein frisches Limo. Weißt du, da hat das auch noch so ein bisschen geprickelt in ihren Nasenlöchern. Das war ein bisschen wie in der Werbung, die damals lief. Das hat das schon geprickelt in meiner Bauchnabel, aber bei ihr halt in der Nase drin. Das hat sie mal mit einem Energy Drink geschafft. Help. Weißt du, was das wichtig, was das Krasse ist, auch bei Witzen und so? Ja. Also ich muss da jetzt nicht super hart lachen, aber ich wette, in der Situation wäre das ganz anders gewesen. Nach einer Dreiviertelstunde hätte es dich auch zerrissen. Ja, die Sache ist einfach, wie unterschiedlich solche Sachen immer ankommen können, abhängig von der momentanen Situation. Naja, es ist wahrscheinlich am Ende hatten sie nicht unbedingt, also manche haben vielleicht gar nicht so sehr über meine Erzählung gelacht, als über die anderen, die gelacht haben. Ja, gut. Ich weiß, ich wollte jedenfalls essen und anschließend schlafen. Beides hat nicht funktioniert.
Na gut, das Schlafen hätte auch so nicht funktioniert, gib's zu. Vielleicht. Weiß ich nicht. In den Witzern musst du mal ein bisschen Spaß haben beim Leben. Da weißt du auch gar nicht, was du da für ein Problem hast. Da wird ein bisschen Geschichte erzählt. Oh, ich musste mit Bauchschmerzen heimfahren. Ich auch am Ende, weil ich es unterdrücken wollte. Die letzte Stunde nach Hause habe ich es echt nicht mehr geschafft, da muss ich aufs Klo. Ja, sie fährt ab. Kurzes Stichwort, ich bin da mal kurz. Ah, das kommt. Viel Spaß. Bring uns alles was Gute mit. Oh, das ist auch bei Videos so, wenn man ein Video sieht und es super lustig findet. Sobald man es zu zweit anschaut, dann, ja, fast der lustige Part, der kommt noch, glaub mir. Nein, okay. Wobei ich sagen muss, die, mit Hund, die habe ich ja so eine Adi-Doku gesehen. Mhm. Wir haben uns kaputt gelacht, wo ich mich alleine wahrscheinlich so, ja. Ja, es ist immer so eine Sache. Ich weiß nicht, wieso das ist. Irgendein unterbewusster Psycho-Scheiß halt. Bis vor ein paar Jahren konnte ich tatsächlich nicht richtig lachen. Kann ich jetzt immer noch nicht so wunderschön, aber ich eine humorvolle Situation kann ich mit einem Haha, mit einem normalen begleiten tatsächlich. Das war aber tatsächlich so irgendwie. Jetzt weiß ich wieder das Wort, was mir letztens nicht eingefallen ist. Tatsächlich sage ich oft tatsächlich. Hm. Auf jeden Fall. Ich konnte nicht lachen, weil das war immer Mobbing. Haha, weißt du, kennst du ja. Mhm. Wenn du irgendwas lustig fandest, dann war das echt so lustig. Und irgendwann gewöhnst du dir ab, Spaß zu haben. Danke, asoziale Mongos. Ja, ungefähr so. Und das kam halt irgendwann so halbwegs wieder. Also ich kann jetzt durchaus lachen. Meistens, wenn irgendwas lustig passiert, ist es so ein richtig gehässiges Haar. Das habe ich meiner Mutter zu verdanken. Schadenfreude ist die schönste Freude. Das habe ich geerbt. Oh, well, tschüss, Sauer. Hm. Oder? Nee, ist nur langsam. Die Erde habe ich jetzt wieder bekommen. Jetzt geht's, Fragezeichen. Bist du gerade rausgeflogen? Weil ich bin noch drin geblieben. Ich bin rausgeflogen. Ich dachte, der Server wäre weg. Komisch. Nee. Weiß ich nicht. Oh. Glück gehabt, die. Wie kann ich eigentlich. Könnte ich eigentlich machen? Und vielleicht hier noch einen letzten Baum hin. Maschendrahtbaum in the morning. Morning! Es ist nicht mehr so einfach für mich, an den ganzen Quarz zu kommen. Bist du gerade wieder leveln? Ja. Die ganze Zeit. Was tue ich? Ich habe übrigens einen Infinity-Bogen für dich geangelt. Du kleiner Angler, du. Ja, Mann. Ich bin so stolz auf dich. Ja. So. So, hier eine Fackel, da eine Fackel. 1, 2, 3. Hauptsache keine grünen Freunde sind umher. Fackel, 1, 2, 3 in der Grundschule, scheiß du brei. Voll geil. Drei. Es gibt immer so Phasen bei uns beim Aufnehmen. Erzähl mir mehr über diese Phasen schon, wer. Einmal sehen die anderen auch? Die spüren die Phasen. Im Anus? Ja. Okay. Das ist halt so die Geschichtenerzählphasen, über Dinge erzählphasen und Scheiße laufen. Ist das ein Unterschied? Ja, tatsächlich. Bei dem einen erzählt eine Person, bei dem anderen redet man miteinander über ein Thema. Ich hab bis dahin durchgucken. Kann ich das noch ändern? Nein. Ich kann hier einfach zumachen. Genau. Aha. Und das passiert auch in jedem anderen Spiel, das ist aber ganz normal. Die Gameplay-Phasen. Gameplay mit B? Richtig, die Gameplay. Wo die dann halt, wo es dann tatsächlich nur um Zocken geht. Selbst, also ob man jetzt alleine da ist und sagt, ich mache jetzt das und das, oder ob man halt zusammen in der Höhle ist und sagt, das, das und das. Ja gut, aber das ist tatsächlich nur eine aktive Konversation, anstatt dieses, man könnte schon sagen, halb gespielte, ja Zuschauer, und jetzt machen wir das und das. Ja gut, das eine ist tatsächlich eine Let's Player-Krankheit. Es passiert.
Aber ja. Was finde ich jetzt? Vor allem, ich finde es nur interessant, wie wir halt bei Minecraft tatsächlich diese Phasen direkt bemerken, wie wir durch die durchrasen. Ja, weil alle 2 Minuten ändert sich das. Schon, wer weiß noch, in meiner Kindheit, da pflanze ich jetzt mal ganz kurz einen Baum und dann schön. Ich bin schwer. Die Phase, die haben wir auch oft. Die du heißt Schwerphase. Ich heiß auch schwer, ich weiß nicht, was alle haben. Alles Hater. Ja. Alles Hater. Ja. Total. 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 Was ist das? Nix. Lava, schnell. Ich will doch nur EXP. Was soll denn diese Scheiße? Und zurück nach Texas. Mein Öhrchen juckt, das tut mir weh. Weh, weh, weh. Oh je. Ich muss jetzt voll kacke. Weil ich ja jetzt noch nicht studiere, sondern weil die Fristen und so kacke sind, dass ich halt erst später und so. Ja, erzähl mir mehr. Von da, Dingen, die ich so nicht kenne. Weil ich schon 23 oder ab 23 ist es so, dass man dann nicht mehr währenddessen, also wenn man nicht studiert, bei der Krankenversicherung, Familienkrankenversicherung dabei ist. Jetzt muss ich selber zahlen. Für diese, keine Ahnung wie viele Monate. Das sind dann halt einfach ungefähr 190 Euro im Monat. Krass, oder? Bastarde! Ja, richtige Pisser. Man muss übrigens. Man hat das Recht dazu für eine lückenlose Krankenversicherung. Also für mich ist es kein Recht, sondern eine Pflicht. Dich sehe ich jetzt hier weiter. Ja, was spawnst denn du? Das finde ich aber nicht gut. Schon etwas assi von denen, naja. Da muss man nicht fast rein. Ja, weiß nicht. Im Grunde ganz ohne Versicherung, wenn man sich das halt aussuchen könnte. Am Ende das ist das Billigste. Halt das ist Arsch. Das Billigste. Ja, schon. Nein, noch. Aber ich jetzt nochmal weiter, was nochmal weiter erklärt, wie, was für Assis das sind. Und zwar muss man da auf einen Brief halt reagieren und da halt dann den Fragebogen ausfüllen. Was ist, wenn man das nicht macht? Dann wird man automatisch eingestuft. Was passiert dann? Rate mal. Ja, das Teuerste. Natürlich das Teuerste. Dann kann man halt 800 Euro im Monat zahlen, wenn man nicht aufpasst. Cool, oder? Ja, ja. Kann man mal machen, ne? Enderman! Voll Assi. Na, jetzt ganz mit Kack.